Es ist fast 20 Jahre her, dass Sie gemeinsam in einer Talkshow gewesen sind. Fast 20 Jahre. Und damals waren Sie im Übrigen bei Alfred Biolek gemeinsam in der Talkshow. Und Anlass für diesen Talkshow-Besuch ist, dass unser Künstler eine Soloplatte gemacht hat, die voller wunderbarer Liebessongs ist. Und die hat er wiederum zu Ehren seiner Frau gemacht. Und deswegen hat er seine Frau auch mitgebracht. Tina und Wolfgang Niedecken sind hier. Um das noch mal aufzugreifen, wer kümmert sich eigentlich zu Hause bei euch um Hausmittel, wenn... Also ich kannte das viel davon. Also ja, bei uns funktioniert es auch genauso mit Homöopathie und Globulis und ja. Ist Wolfgang wehleidig, wenn er, wenn ihn die Grippe ereilt? Also spielt der Faktor Selbstmitleid eine gewisse untergeordnete Rolle? Ja, das ist aber, glaube ich, mit allen Männern so. Männer leiden immer weitaus mehr wie Frauen. Aber er ist da sehr erträglich. Aber er geht dann ins Bett und ist dann einfach, taucht ab und dann kommt er wieder gesund raus und dann ist wieder gut. Das ist eine schöne Allegorie. Wolfgang ist abgetaucht, ist wieder aufgetaucht, aber in einem ganz anderen Zusammenhang und in einem viel größeren Zusammenhang. Du hast Wolfgang, oder Sie haben, verzeihen Sie, du, ich habe... Es ist okay mit dem Du. Ja, Entschuldigung, ich bin da so reingeritten. Gerne doch. Aber dann nehme ich das gerne an. Du hast einen Schlaganfall gehabt. Ja. Und du redest auch gerne über diesen Schlaganfall, naja, weil er dein Leben nachhaltig beeinflusst hat und du kannst dich sehr, auch vor allen Dingen zunächst mal, wenn wir das besprechen, sehr daran erinnern, wie dieser Tag gewesen ist, wie es dich... Ja, also ich rede deswegen darüber, weil ich vielen Leuten auch dankbar bin, dass sie... so mitgelitten haben. Also das war, das, ich konnte das gar nicht für möglich halten. Also als ich nun schließlich dann in der Intensivstation gelandet war, habe ich mir eigentlich nur darüber Gedanken gemacht, wie ich das den Leuten mitteilen könnte, dass diese Tour ausfällt, dass das überhaupt jemand erfährt. Aber dass das dann so eine Riesenwelle ausgelöst hat, dass da so dieses Mitgefühl mich wirklich überwältigt hat. Deswegen erzähle ich es heute nach wie vor. Wenn mich einer danach fragt, dann erzähle ich es. Und letztendlich habe ich deswegen dann auch die Fortsetzung meiner Autobiografie geschrieben. Weil, weil das war dann... Aber erzähl bitte erstmal, wie hast du diesen... Wie ich das erlebt habe. Ja, also ich kam von einer Amerikareise zurück, von einem Wohnmobil, von einer Wohnmobilreise, wo ich mir eine Erkältung geholt habe. Und da ich ja nicht in der Lage bin, selber eine Erkältung zu behandeln, weil meine Frau war nicht mit, habe ich gedacht, gut, dann hustest du halt eine Zeit lang und das wird sich schon wieder regeln. Aber ich habe eine komplette Woche durchgehustet. Und als ich dann wieder zu Hause war, hat sie das blitzartig dann auch behoben. Das war kein Husten mehr vorhanden. Ich war aber noch sehr müde. Klar, gejetlaggt, aber nach zwei Tagen dachte ich, das müsste jetzt eigentlich auch mal gegessen sein mit dem Jetlag. Und es war aber irgendwie, plötzlich war ich in einem Zustand, wo ich so unglaublich müde wurde, dass ich auch nicht mehr lesen konnte, nichts mehr kapiert habe und habe dieses Buch dann weggelegt, was ich versuchte zu lesen. Und dann ging das auf einmal los, dass der Teppich die Wand hochrutschte, dass die Bilder, die an der Wand hingen, das Bücherregal, dass das alles so Formen annahm wie in einem Dali-Gemälde. Das floss alles so durcheinander. Und ich denke nur, mir wird so schlecht, ich muss schnell auf den Balkon mal Luft schnappen. Man kennt das ja, mal Luft schnappen, dann wird es wieder gut. Und genau auf dem Weg bin ich Gott sei Dank ihr begegnet. Und das war ein absoluter Zufall. Weil auf meiner Etage hat sie sich an dem Morgen noch nicht blicken lassen. Er ist einfach nur da hochgekommen, weil auch die Waschmaschine steht. Und von der Waschmaschine was in den Trockner zu räumen. Genau an der Stelle, wo ich auf den Balkon gehen wollte und sie an diesem Raum mit der Waschmaschine, treffen wir uns und sie sagt, was ist los mit dir? Ich konnte nichts mehr sagen. Also mir fehlten buchstäblich die Worte. Und sie hat sofort die richtige Diagnose gestellt. Wieso, weiß ich bis heute nicht, weil sie hat noch nie einen Schlaganfallpatienten gesehen. Sofort gesagt, das ist ein Schlaganfall, hat den Notarzt angerufen. Und ich konnte ja immer noch nichts sagen. Wenn ich was hätte sagen können, hätte ich gesagt, schick den wieder weg. Was soll ich, muss auf den Balkon, sonst gar nichts. Und
Jedenfalls, dank ihr, war ich innerhalb einer halben Stunde tatsächlich an der richtigen Stelle, an der Stroke Unit der Kölner Neurologie Uniklinik. Und die haben alles richtig gemacht. Also sie hat alles richtig gemacht. Tempo und Geschwindigkeit ist das A und O, wenn so etwas passiert. Ja. Das ist in dem, bei dir, in allen, nach allen Kriterien, ist das gut gelungen. Hast du trotzdem Beschwerden? Nein, ich habe überhaupt keine Beschwerden. Oder, also ganz am Anfang natürlich. Ja. Also ich habe ein halbes Jahr lang Reha betreiben müssen. Zunächst war meine rechte Seite gelähmt. Mhm. Der Schlaganfall hat hier stattgefunden. Und diese Hand konnte ich zunächst mal mir nur mit Mühe auf die Bettdecke hieven. Aber das ging dann auch relativ schnell wieder weg, also, weil die Reha ging direkt wieder los. Was passiert da im Gehirn? Werden die abgestorbenen Teile neu durchblutet oder sucht sich das einen anderen Weg? Sucht sich einen anderen Weg. Also ich kann das natürlich jetzt nicht wissenschaftlich erklären, was da passiert, aber wenn man früh genug mit der Reha anfängt, können noch intakte Gehirnzellen diese Funktion übernehmen, von denen, die abgestorben sind. Tina, Sie haben seitdem einen Mann, der einen Bart trägt. Ja, das war am Anfang unser Problem, weil ich stehe eigentlich nicht auf Männer mit Bart. Und er konnte sich aber nicht rasieren und ich durfte ihn auch nicht rasieren, da hat er mich nicht reingelassen. Während der Rekonvaleszenz? Ja, 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 als er im Krankenhaus war. Mhm. Also. Und dann wuchs auf einmal der Bart und ja, und jetzt muss ich gestehen, ich finde ihn jetzt besser wie vorher mit Bart. Und jetzt seid ihr mir besser. Noch besser. Musik und Fußball haben bei der Genesung eine große Rolle gespielt, was beim Zustand des ersten FC Köln nicht von vornherein ersichtlich ist, aber das sei jetzt mal hinten angestellt. Wir müssen in Hamburg sowieso vorsichtig sein. Aber warum war Fußball und Musik bei der Genesung hilfreich? Also Musik ist sowieso ein Lebensmittel, definitiv. Also ohne Musik könnte ich gar nicht leben. Musik hat mein ganzes Leben verändert. Was weiß ich, was ich geworden wäre, wenn nicht im Alter von 13, 14 die Beatles, die Rolling Stones, Bob Dylan aufgetaucht wären. Weiß der Teufel, was aus mir geworden wäre. Ja, das ist schon mal klar, aber Fußball, das, ich weiß, dass ich am ersten Samstag nach dem Schlaganfall im Fernsehen, ich habe alles dran gesetzt, dass man mir das ermöglicht in dem Krankenzimmer. Und ich konnte das Spiel 1. FC Köln gegen Werder Bremen sehen. Und du weißt noch, wer gewonnen hat. Ja, Bremen hat gewonnen, das war nicht so schlimm. Aber also das Schöne war, dass in der Südkurve ein Riesentransparent aufgespannt war. Da stand drauf, weht Pflück wieder gesund, Wolf. Nein. Oh. Also das war, da war ich extrem platt. Ja. Weil die wussten, dass du guckst? Die wussten, wahrscheinlich wussten die auch, dass ich gucke. Das wusste ich. Also das ist mir sehr tief reingegangen. Das war sehr Alfred bewegend. Biolek hat ja einen Sturz gehabt und den Schlaganfall. Das ist ja auch eine Zäsur. Habt ihr seitdem so etwas wie Patientenverfügung, Nachlassregelung geordnet, was vorher vielleicht ein bisschen nachlässig? Natürlich. Also, weil das ist natürlich bitter, wenn du da liegst und hast eigentlich keinen Einfluss darauf, ob du an irgendwelche Schläuche, Drähte oder weiß der Teufel was kommt, lebenserhaltende Maßnahmen, wo du nie wieder aus dem Koma erwachen wirst. Und da musst du natürlich verfügen, dass der nächste Angehörige das Recht hat, das zu machen. Das hat sie dann, Gott sei Dank, sehr schnell in die Wege geleitet, weil in diese Situation wollte sie nie nochmal kommen. Ja, das ist schrecklich. Es gibt also auf Gegenseitigkeit natürlich. Klar. Es gibt eine CD. Und diese CD ist voller Liebeslieder und die CD ist Ihnen gewidmet. Welche Gefühle? Waren das nur positive Gefühle oder gab es zum Beispiel bei der Songauswahl auch die einen oder anderen Dissens? Das ist ja eine Zeit von eigentlich fast 25 Jahren. Die Liebeslieder sind ja jetzt nicht alle auf dieser Platte. Die sind ja alle geschrieben in einem Zeitraum von 25 Jahren, deswegen muss ich vorhin so lachen mit ihren 53 Jahren, da sind wir noch nicht so weit, aber gerade auch so eine Beziehung von 25 Jahren hat eben Höhen und Tiefen. Mhm. Und wir haben genauso unsere Probleme gehabt, gerade, und die lebt man durch. Und wenn man das schafft, die durchgestanden zu haben, kommt was anderes, Schöneres noch hinterher oft. Und in dieser CD ist alles drin. Da ist also, it's all in the songs, wie du so schön behauptet hast. Also das ist unser Film, das ist unsere Geschichte. Hat der Schlaganfall sich positiv
Definitiv. Auf die Ehe ausgewirkt? Also wir haben eine gute Ehe, aber ich denke mal so jetzt nach dem Schlaganfall rutscht man enger zusammen. Das ist auch mit unseren Kindern so gewesen. Also dieses Familienleben ist ein anderes geworden. Also die sind ja beide 17 und 19, gehen jetzt so gerade raus in die Welt. Deswegen, mich trifft es gerade so ein bisschen mit dem Zusammenleben. Das hört bei uns gerade auf. Die gehen jetzt ratzfatz, sind die jetzt weg aus dem Haus. Dann müssen wir jetzt auch mal gucken, wie wir das jetzt machen. Ich kenne das auch. Schrecklich, oder? Grauenvoll ist das. Das ist fürchterlich. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das machen soll. Als ich so einen Sohn sagte, er ist erwachsen und er wäre jetzt in England. Ich sage aber, hallo? Das habe ich zwar auch gemacht, aber es ist was völlig anderes. Ja, natürlich. Unsere Tochter hat das letzte Woche gemacht. Sie kam auf einmal, habt ihr mal Zeit, mit mir mal drüber zu reden? Und dann sagte sie, okay, ich bin ab Montag in Berlin. Dann haben wir nur gesagt, aha, gut, okay. Hat aber alles organisiert. Also Wolfgang, wir haben jetzt lange über die CD gesprochen. Ich glaube, das Publikum erwartet mit Recht, dass du dich jetzt gemessenen Schrittes mal zur Bühne... Na gut. Meine Damen und Herren, aufgenommen in einem Studio im legendären Woodstock, also in den USA. Unter anderem mit einem Studiomusiker, den manche noch von Woodstock erkennen, nämlich John Sebastian hat mitgespielt. Ich glaube, er hat Mundharmonika gespielt. Und aus der neuen CD von Wolfgang Niedecken, die er, wie wir eben schon gehört haben, seiner Frau gewidmet hat, hören wir jetzt den Song, ich muss gucken, weil er auf Kölsch ist. Zusammen werden wir alt. Ich glaube, ich habe das einmal so. Wolfgang Niedecken, freuen Sie sich drauf. Schließlich war der Abschied gekommen, plötzlich stund er vor der Tür. Und im endlos langen Sommer, wenn dem allerhand passiert. Von dem Kork, ob der durchleuchtet wird, und dem D-Zug, der durch Städte fährt, bis zu einer Fussikatz und dem legendären grünen Kleid. Vom Oleander, der wird ständig blöd. Und dem Wort, das John allein gehört, bis zu einem Kompass, der nicht funktioniert, ohne eine Stimme, die durch Labyrinthe führt. Jesu Beste, was ihm je passiert ist, man weiß sie ganz genau auf jeden Fall. Und so wie du siehst, wird jetzt hober du jetzt mit singem Schutzengel zusammen all. Es ist nicht immer alles rund gelaufen. Und zwei Jahrzehnte auch zu viel verlangt. Doch Schwalbe kann man nicht für blöd verkaufen, Gott sei Dank. Mit Joff geht Ribo, keine Airbag, kein Leitplank und keine Garantie. Wenn auch nicht immer wusst, wo es lang geht, jetzt weiß es, so ja wie. Wer weiß, er ist unverständlich ohne sie. Dass mir alle Norm zerbrechlich sind, da der Pech auf Herz flöcker jäht und dass nicht einzig dem November moje, an dem die Uhr stillsteht. Von ihm muss kann der Winter irgendwann kommen, von eins nach dem anderen und auf keinen Fall muss man darüber stürzen, jetzt ins Wete, mit singen Mängel hörsch zusammen ein. Beste, was ihm je passiert ist, aber weiß er ganz genau auf jeden Fall. Und so wie du siehst, wird der Trouvador jetzt mit Singemenge
zusammen ein. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Wie fing's denn an mit ihm? Du? Ich? Wie und, nee, ich würde das jetzt gerne mal von Tina hören. Ja. Wie und wo? Am Flughafen. Köln-Bonn. Mhm. Weil die waren unterwegs mit einem Soloalbum, Komplizen, das ist also wirklich 25 Jahre her. Und ihr seid von Köln? Von Köln nach München geflogen, wie genau. Du auch dann. Ja, ja, genau. Und wir kamen dahin, wo da durchleuchtet wird durch diesen Apparat. Und da war so ein Pulk von Jungs, die sahen fürchterlich aus. Also ein bisschen abgerockt. Entschuldigung. und hatten so einen riesen Kuhschädel praktisch im Gepäck. Und den schoben die ganze Zeit durch diese Durchleuchtungsgeschichte durch. Ein Kuhschädel? Ein Kuhschädel, okay. Einen richtigen fetten Kuhschädel. Ja, hat man so dabei. Und dann hat er Schmal und du, ihr habt immer Polaroids gemacht dann dabei, gell? Immer von so. Von diesem Fernsehbild haben wir das dann immer schön abfotografiert. Ja. Das sah ja klasse aus. Mit so einem Kuhschädel, der da durch das Röntgen-Ding ging. Das sah schon gut aus. Ja. War ziemlich arty. Ja. Ja. Okay. Und ich dachte nur, oh Gott, was ist denn das für ein Haufen von Typen? Und es ging mir natürlich nichts voran, gell? Die haben den ganzen Betrieb aufgehalten. Ja, und dann kam man halt so. Dann habe ich sie entdeckt, irgendwie ein paar Meter weiter, und habe dann versucht, mich von diesem chaoten Haufen doch etwas zu isolieren. Das ist nicht gut geglückt. Da war der Kuhschädel passé. Da war der Kuhschädel war weg, und ich musste dann überlegen, wie ich das denn auf diesen 50 Minuten bis München halbwegs auf die Reihe kriegen würde. Und ich habe dann erst beim Ausstieg habe ich dann die Chance genutzt und Gott sei Dank, da haben wir vor kurzem erst, haben wir das erstmal wiederholt. Ich bin tatsächlich mit einem guten Spruch angekommen. Denn das war nicht übel, der war echt gut. Ja, ich hatte eine Ausstellung im Lehmbachhaus, eine Woche später. Und da habe ich sie zu eingeladen, dass sie dann zu dieser Ausstellung im Lehmbachhaus kommen sollte. Über die Kulturschiene geht's immer noch. Das ging gut, das ging gut. Aber trotzdem wollte ich auch wissen, wo wir denn an dem Abend dann noch hingehen können. Weil die Kultur beginnen können. Ja, ja. Oder ausklingen. Oder ausklingen. Aber kanntest du? Hm. Naja, das ist ja auch. Es hilft. Ja, es hilft total. Ja. Sonst ist man doch noch befangen, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber da ich ihn nicht kannte, war ich halt einfach ganz. Ganz unbedarft, ja. Also es war auch sehr lustig, weil wir haben uns ja dann wirklich zu vorgerückter Stunde, ich war praktisch Assistentin in einem Fotostudio, ich musste dringend schnell nach Hause, wir hatten auch Verspätung, gell? Wir hatten eine große Produktion und war schon zu spät und ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht, aber mache irgendwas mit der Kathi, hast du ja dann was ausgemacht, gell? Mit meiner Schwester. Und habe gesagt, mach was aus. Das ist ja sehr pragmatisch, wenn sie nicht kann, die Schwester immer. Also eine kann. Naja, zumindest die haben sich dann verabredet und ich habe gesagt, ich komme später nach. Und dann, ja, dann kamen wir aber in dieses Lokal nicht rein, weil natürlich die Band meiner Solo-Platte, die Komplizen, die sind dann auch mitgekommen, alle, ja, weil die das auch mal sehen wollten. Die so schick aussahen. Mhm. Wir sind aber an der Gesichtskontrolle nicht vorbeigekommen. Das hat nicht funktioniert. Die Decken kommt nicht rein, das ist ja auch bitter. Dann hat er aber mich dann erkannt und dann sind wir reingekommen und dann, weil das dann also so doof war, nur weil man prominent war, dann, dass man dann rein durfte, haben wir uns dann da drin auch wieder daneben genommen. Ja. Also, der 20. Hochzeitstag steht vor der Tür. Es verbietet sich zu fragen, wie ihr den feiert. Das ist eure private Geschichte. Ich bin einfach wahnsinnig. Wir fahren weg. Ihr fahrt weg? Ja. Okay, wohin? Reisen ist immer toll. Egal. Tina und Wolfgang Niedecken, vielen Dank für das offene Gespräch. Und vielen Dank für den Talk.